Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also ich bin auch dafür. Kurze Beine, kurze Wege. Und deshalb war ich schon seit Jahrzehnten absolut gegen irgendwelche Schulschließungen in Orten, nur weil es vielleicht nicht zweizügig war oder nicht durchgängig Klassen gebildet werden konnten. Ich bin für die Schule im Dorf. Das ist eins. Was die benachteiligten Kinder betrifft, ist das andere. Von den 45 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit, insofern habe ich schon ein bisschen Ahnung davon, war ich 42 Jahre tätig für behinderte und benachteiligte Kinder. Das ist mir eine Herzensangelegenheit bis heute. Und jetzt zu den Stichworten. Ich bin ja gehalten, mich kurz zu fassen, das mache ich auch gern. Zuerst einmal die Planungssicherheit. Das ist ein Phantom, die Planungssicherheit. Die wird immer so vor sich hergetragen, die Planungssicherheit. Ich war im Regionalverband Saarbrücken, das sind noch keine 10 Jahre her. Da war in Völklingen im Berufsbildungszentrum ein Bau geplant von über 10 Millionen Euro. Dann ist bei der Ausschreibung was schiefgegangen. Einer, der nicht zum Zuge kam, hat geklagt. Das Ganze hat ein Jahr gedauert. Nachdem es rum war und diese Klage abgeschlossen war, hat man das Gebäude nicht mehr gebaut, weil man es inzwischen nicht mehr gebraucht hat. So, das zur Planungssicherheit. Da wurde immer nach belastbaren Zahlen gefragt. Also da wird ja nicht gefragt, wie sind die Zahlen. Nein, das müssen dann schon belastbare Zahlen sein. Aber auch die belastbaren Zahlen sind nie belastbar. In meiner Zeit ist zum Beispiel auch in Tholey mal eine Förderschule geplant worden mit einem großen Zentrum und die ist 3 Jahre später geschlossen worden. Also diese Dinge, da muss mir niemand kommen. Diese Planungssicherheit gibt es sowieso nicht. Das Zweite ist, es gibt eine Möglichkeit, dass die Kinder andere Schulen besuchen können, als die, zu deren Bereich sie gehören. Das wird auch gemacht. Und da gibt es dann, ich habe da selbst davon Gebrauch gemacht schon, weil mein jüngster Sohn zum Beispiel die französische Grundschule besuchen wollte in Saarbrücken. So, da wird davon Gebrauch gemacht, aber dann heißt es, es müssen wichtige Gründe sein. Wer legt denn diese wichtigen Gründe fest? Ich habe in der Politik zum Beispiel gelernt, dass subjektiv gleich objektiv ist. Nämlich was für den einen wichtig ist, ist für den anderen gar nicht wichtig. Und wieso soll die Kultusbehörde entscheiden, was für die Eltern wichtig ist? Deshalb das Plädoyer halt eben für das Elternrecht zu bestimmen, welche Schule ihre Kinder besuchen. Und jetzt das andere. Da wird ein Szenario aufgemacht, was da alles so Schreckliches passiert. Also ich sage Ihnen, was passiert. Es passiert einfach nur, dass diese Bürokratie abgebaut wird und die Eltern diesen unnötigen Antrag stellen müssen. Denn die Eltern, die ihre Kinder nicht in diese Schule gehen lassen wollen, für die es laut Bezirk, zu der es laut Bezirk gehört, die gehen sowieso in eine andere Schule. Die finden entweder diese Gründe oder sie mogeln. Ich war ja 45 Jahre im Schulsystem. Ich habe das immer gesehen. Und ich habe nie gesehen, dass ein Kind in irgendeiner Schule gesessen hat, wo die Eltern das nicht wollten. Das wird sowieso unterlaufen. Das heißt also, dieses Szenario, was Sie für die Zukunft, wenn diese Grenzen wegfallen, was Sie da heraufbeschwören, das existiert schon. In diesen Schulen, in denen, sage ich jetzt mal, in sozialen Brennpunkten, da laufen die Kinder schon weg. So, das heißt also, diese Probleme kann man nicht mit der Grenze regeln. Die kann man nur regeln, indem man es regelt, dass diese Schulen ordentlich ausgestattet sind, dass dort guter Unterricht gemacht wird, gut erzogen wird und was immer alles dazugehört, das kann ich in 3 Minuten hier nicht ausführen. Das ist eine größere Sache, aber da muss man ran. Ich habe in meiner Schule, in der ich Schulleiter war, am Schluss 40% ausländische Kinder gehabt. 40%, das waren italienische Kinder, das waren türkische Kinder, nachher waren serbo-kroatische Kinder von vielen Ländern. 40% und die waren dann noch dazu förderungsbedürftig. Da gab es nie ein Problem. Nie. Weder Gewalt noch irgendwas. Nie ein Problem. Das heißt, das ist eine Sache des Rahmens und der Organisation, der Lehrer und der Schulleitung. Und das hat mit Schulgrenzen nichts zu tun. Schulgrenzen weg ist nur Bürokratieabbau und die Leute werden nicht gezwungen zu lügen. Dankeschön.